Voilà. Pat, 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 pat. Pat, 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 pat. Und damit moin, Leute, zum nächsten Mal, dass wir diesmal eine komplett neue Wachmatt spielen. Und zwar einen Eimer, einen Schwabber. Und schon wieder gegen den Rutsch, okay? Den hatten wir irgendwie schon mehrmals. Aber okay. Ja, zum Einfärben wird die Waffe, glaube ich, geil sein. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass sie fightmäßig geil ist. Also das würde mich sehr wundern. Und generell glaube ich leider nicht, dass es so meine Art von Waffe sein wird. Weil meine Art von Waffe ist halt superior, muss man einfach sagen. Ist halt einfach ein Fact, oder, Saui? Nee. Ja, okay, das schneide ich so um, dass du jetzt, wenn du irgendwann Ja gesagt hast heute, das so reinschneide und das Nein rausschneide. Hab ich heute jemals Ja gesagt? Ja, sorry, ich glaube, ja, jetzt, spätestens jetzt hast du Ja gesagt. Easy. Scheiße. Ha, gewonnen einfach, hä? Ich wusste nicht, dass man das Splatoon schon in den ersten 40 Sekunden gewinnen kann. Ich bin einfach zu gut. Ich habe einfach im Real Life gewonnen. Was ist das überhaupt für eine Ult? Ah, was ist das? Ich verstehe es nicht, aber ich werde angeultet. Ich werde angeultet. Lass mich doch in Ruhe. Hä, was passiert hier? Ich habe zu wenig Tinte. Hä? Mein Tinte hat sich... Hä, woher weiß er, dass ich da bin? Hä? Okay, das war weird. Das war sehr, sehr weird. Weird. Hier ist ja weird. Hä, warte, keiner fährt den Spawn an, okay? Obwohl wir schon wieder einen Roller haben. Also wirklich, als Rollerspieler hast du wirklich nur eine Pflicht. Und zwar den Spawn einfärben. Sonst kannst du doch wirklich machen, was du willst. Aber färb bitte den Spawn ein. Also, als Eimer ist Einfärben zwar auch ziemlich easy, aber als Roller safe viel easier. Safe call. Das verstehe ich nicht, warum, nee. Da finde ich das Teamplay halt schlecht. Das finde ich das Teamplay halt einfach schlecht. Okay, da ist ein Pinsel-Dude unter mir. Den muss ich eigentlich umbringen. Okay. Das ist die Frage, ist halt nur, ob ich gut genug dafür bin, nee. Definitiv nicht, nee. Oh, ich muss weg. Ja, habe ich gut geschafft, so gut habe ich eine Ult, glaube ich, noch nie abgewehrt. Das war ultra smart gespielt. Oh, was? Okay, ich pre-fire einfach nur und hoffe, dass da wer kommt. Nur damit keiner kommt. Oh, bitte nicht Krabbenboy. Nein, bitte lass mich doch in Ruhe. Nein, töte ihn. Oh, ich bin tot. Bin so tot. Ey, irgendwie spielen wir gerade gegen Leute, gegen die wir heute schon 30 Mal gespielt haben, gefühlt. Ja, ist cool. Oh, du bist so müde. Du hältst es ja nicht mal mehr durch. Du verneinst es nicht mal, das ist ja noch schlimmer. Das ist nicht gut, sorry. Nein, ich hab gar nicht gemerkt, dass du noch genug runtergegangen bist. Bitch. Das mit dem Pulsender verstehe ich. Ah! Das sind die Tornados! Ja, das ist hier richtig geil. Okay, ja, trotzdem glaube ich verloren. Also man sieht es ja auch an der Anzeige oben, welches Team ein bisschen größer ist. Daran sieht man es ja auch nicht nur, wenn Gefahr steht. Ist da. Ja, hast du das noch nie bemerkt? Ich sag's in nächste Runde, zeige ich es dir dann. Was heißt denn Grüße? Ja, ich zeig's dir nächste Runde. Chill doch. Wenn ich sage nächste Runde, zeige ich es dir, dann zeige ich es dir nächste Runde. Okay, also zur Aufklärung, weil meine Freundin schon verwirrt war und vielleicht einige von euch es auch nicht wissen. Also ja, warten wir kurz auf die Anzeige noch, Lul. Das dauert ja schon wieder 30 Jahre. Da oben seht ihr ja, also du, Sari, auch, ne? Da oben siehst du ja die Waffen angezeigt und die Teamfarben. Ich warte auf meine... Ups. sind beide runtergefallen. So losing. Holy shit, so bad. Egal. Sorry, ich warte auf Bestätigung, dass du mir zuhörst. Kannst du bitte eine lautere Bestätigung geben? Ignorieren wir. Egal, alles fein. Da oben siehst du die Symbole, ne? Und die können, je nachdem, kann halt ein Team größer sein. Ein anderes halt kleiner, aber da steht dann halt nicht Gefahr daneben, sondern das musst du halt mit deinem Auge erkennen, was halt größer und kleiner ist. Da merkt man halt auch ein bisschen dezentere Unterschiede und so. Hä? Also zum Beispiel liegt gerade Lila vorne, weil die ein bisschen größere Symbole haben. Deren Symbole sind gerade größer als unsere. Nein. Doch. Nein. Ja, du hast aber kein Auge dafür, das merke ich doch. Du kriegst drei Brillen, damit du überhaupt was siehst. Glaub mir einfach. Sag ich, siehst du es jetzt? Jetzt ist es noch eindeutiger, dass deren Symbole größer sind. Hä? Sag ich, siehst du es wirklich nicht? Deren Symbole. Ja, jetzt.
jetzt sind sie wieder ein bisschen kleiner geworden. Jetzt sind wir wieder ein bisschen mehr gleich auf. Oh. Jetzt sind wir wieder ein bisschen größer. Jetzt sind wir ziemlich gleich auf sogar. Siehst du das wirklich nicht? Achte doch mal ein bisschen mehr drauf. Doch, ich seh's doch. Hast du es wirklich gesehen? Ja, okay. Und vor 10 Sekunden wolltest du es noch abschreiten wie sonst noch was, ne? Ist okay. Wie hart du es abschreiten wolltest. Nee. Du hast trotzdem vorher abgeschritten. Du hast trotzdem vorher 30 Sekunden lang abgeschritten. Hä? Was? Ich war noch verwirrt und wusste nicht, was du meinst. Ja, ich hab so gut erklärt. Ich könnte wirklich Erklärungslehrer werden. Ich bin so ein Zweitlehrer. Nee, überhaupt nicht. Maul. Och Mensch, ich fühle mich einmal gut in meinem Leben. Du gönnst einfach nicht. Das finde ich schade, Sari. Aber ist halt dein Ding, ne? Ja, jetzt bleib ich ein bisschen hin. Also die Waffen finde ich echt geil, muss ich sagen. Also zum Kills machen nicht so mein Fall, aber zum Einfärben safe geil. Also safe, cool. Was sagen Sie dazu, Sari? Ja, die geht bald zu schnell schlafen. Das glaubt ihr mir gar nicht. Oh, ich werd übermannt. Oh, geil. Sari, warum musst du immer so hart früh schlafen gehen? Ich versteh's nicht. Zu kreiert. Nee, Sari. Wenn du die deinen Konzentrationsmodus in Part 1, den wir heute aufgenommen haben, vergleichst mit dem jetzigen, wirst du, glaube ich, den Unterschied ein bisschen merken. Nee. Oh, voll den Kill gemacht. Nice one. Oh, nein, das. Oh, ich habe keine Tinte mehr. Ich sterbe dadurch nicht. Egal. Hä, als wäre das was Schlechtes, wenn ich nicht sterbe. Egal. Ich bin so lost, egal. Ja, ich bin lost, lass mich. Oh. Okay, wir haben aber verloren, oder? Oh, sehr hart verloren sogar, shit. Okay, letzte Runde wir carryen und damit auch die letzte Runde der heutigen Aufnahmesession. 2 Stunden werden es, holy shit, das war ein Spoon-Tag. Darauf trinke ich jetzt Mineralwasser. Darauf trinkt sie jetzt Mineralwasser, geil. Bin ich strong. Die ist halt eine kleine Bier, kennt man. Okay, gegen wen spielen wir jetzt? Okay, kennen wir tatsächlich keinen Mal. Neuerung, wow. Okay, let's go. Ey, dieser Redenwechsel packt mich in Splatoon aber echt ab. Warum können nicht einfach Dauer 4, 6, 7, 93 Arenen gleichzeitig verfügbar sein? Das wäre doch so viel cooler. Dann hätte man so viel Abwechslung. War das klug von mir, da reinzuhüpfen? Ja, medium klug, sag ich mal. Warum muss ich den Spawn wieder einfärben? Haben wir keinen Roller? Doch, wir haben einen Roller. Macht das seine Arbeit? Ja, wird das schon machen, oder? Ich glaube nicht mehr an unseren Mate, komm. Ich glaube an unseren Mate, dass er seine Arbeit verrichtet. Was ist das für eine Reichweite? Holy shit. Der hat hier cross the map gesniped gefühlt. Was? Ich wollte gerade einfach nur meine Ult usen. Da kommt er mit seinem scheiß Ultrahammer rein. Junge, nee. What? Beruhig dich doch. Ey, färbt unser... Hä? Ich glaube, der färbt nicht ein. Nee, der Rollertyp färbt wieder nicht ein. Ey, unsere Mates sind wieder... Die geilsten. Oh Gott, das wäre, glaube ich, eine deprimierende letzte Runde jetzt. Das fühle ich irgendwie sehr. Ja, weil du halt auch schon schläfst. Ist schwierig. Nee. Doch. Ah! Ah! Hä? Ich habe ihn doch 30 Mal gehittet, oder nicht? Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich lost. Ja, wir kommen nicht aus unserem Spawn raus. Und unser Rollertyp ist auch der größte Loser, glaube ich, leider. Deshalb werde ich jetzt smart spielen. Und vertraut mir. Das Team muss mir jetzt vertrauen. Okay. Wenn das Team mir vertraut, ist es, glaube ich, safe. Okay. Ja, wir sind so safe. Wir gewinnen so safe jetzt. Geil. Jetzt pushen, Leute. Pusht euch. Ah, der hat auch einen Schwapper. Aber ich bin der bessere Schwapper. Oh, ich bin so ein guter Schwapperspieler. Ja, färbt den Spawn ein. Ich habe das unter Kontrolle gerade noch. Okay. Ich habe es gar nicht unter Kontrolle. Ich treffe gar nichts. Ich habe gar nichts getroffen. Ich habe nichts unter Kontrolle gehabt. Ich habe so hart gelogen. Aber ihr habt den Spawn wenigstens ein bisschen bekommen. Aber unser Rollertyp fuckt und also der fuckt mich so hart ab. Also der Rollertyp hat sich ja 30 Jahre Zeit gelassen, bis er uns den Spawn mal angefärbt hat. Das ist ja so low. Oh, komm. Übelst reinsweiten jetzt.
Ich sweate so hart rein, wie ein Noob nur rein sweaten kann. Oh. Einfach spam, einfach spam, einfach spam. Ich spam einfach meine Ult, damit ich sie nicht verliere. Komm. Okay. Schwapper Action, Schwapper Action, Schwapper Action, Schwapper Action, Schwapper Action, Schwapper Action. Oh. Okay. 8 Sekunden, ja, wir verlieren. Siehst du, weil die Symbole gerade größer sind, kann ich dir das sagen. Ich würde das nie erkennen, wenn ich es nicht sehen würde, so wie es gerade größer wird. Wenn es sich nicht bewegt, dann würde ich es nicht erkennen. Zu sehen. Das ist so easy zu sehen. Ey, Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es auch sehen könnt oder ob ihr auch 10 Brillen gleichzeitig tragen müsst. Und spielt den Schwapper. Der Schwapper ist cool. Mag ich die Waffe, ist nice. Und jetzt, Leute, schönen Tag wünsche ich euch und seid schwappig drauf. Oh, ich bin so gut.